Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transport Fever hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, heute ist irgendwie nicht mein Tag. Das Spiel mag mich irgendwie nicht, beziehungsweise mein Rechner mag mich heute irgendwie nicht. Denn ich habe eben gerade schon mal die Folge für heute gedreht, aber dann hat mein Rechner, sag ich, nach ungefähr 15 Minuten gedacht, komm, wir gehen mal in den Total Freeze. Ich weiß nicht warum, aber seit dem BIOS-Update auf diesem Board habe ich Schwierigkeiten mit der Temperatur an der CPU. Das ist nicht schön, aber so ist es leider. So, das zudem, weil, falls ich jetzt hier bestimmte Sachen überspringe, zu erklären, die ich nämlich schon mal gemacht habe und deswegen mich nicht wundern. Dass vielleicht eventuell an der einen oder anderen Stelle was gemacht ist, was noch nicht gemacht sein sollte. Eigentlich dürfte nicht sein, aber okay. Gut, hier wollte ich den Kurzschluss machen. Interessant finde ich, dass das hier wirklich sehr, sehr starkes Gefälle hat. Aber die Straße erzeugt den Kurzschluss zwischen diesem Einstieg, den wir hier haben, den Side Entrance, und dieser Haltestelle, die wir hier haben. Die Haltestelle habe ich auch noch weiter ausgebaut in der anderen Version, genau. Das müssen wir natürlich jetzt auch noch machen. So, ich muss alles wieder wiederholen. Das ist schade, aber es ist leider so. Und da werden wir quasi, wir haben die Haltestelle so weit ausgebaut, dass hier mehrere Terminals waren und die dann doppelt sind. Den Straßenzugang lasse ich mal den einen erstmal. Überlegen, vielleicht machen wir es doch noch eine Spur größer. Komm, wir machen es noch eine Spur größer. Ist hier nicht weiter schlimm, wir müssen nachher sowieso einen Riesenkredit aufnehmen. Werdet ihr dann schon noch sehen. So, warum? Gut, das sieht auch erstmal nach einer schönen Haltestelle aus. Hier geht auch ein bisschen was. Da können auch so ein paar Straßenbahnen nachher mal drinnen parken. Das ist quasi das große Endziel. Gut, wir werden jetzt das Gleis legen. Ich hoffe, dass jetzt alles klappt hier und wir auch durchkommen durch allen Schwierigkeiten wieder. Ohne dass wir ein ganz großes Problem bekommen. So, wir wollen die 120 km/h natürlich auf weite Strecken hier uns erhalten und müssen jetzt noch ein bisschen im Bogen hier durch den Wald durch einmal. So, und dann müsste es eigentlich passen, dass wir jetzt so ziemlich gerade. Ne, wir müssen noch ein bisschen Bogen bauen. Oh, das letzte Mal war ich ein bisschen. Wir müssen da irgendwann kommen, wir nämlich gerade hier auf das Ende müssen wir nämlich kommen. So, da wollen wir hin. Heißt also, wir gehen jetzt hier drüber. Oh, das ist aber teurer geworden. Das letzte Mal ein bisschen kostengünstiger. Na gut, wir müssen halt aufschütten wahrscheinlich. Den Bahnnamm und bei den Straßen. Haken dran bitte. So, aber wir sind fertig. Wir haben das Gleis. Und jetzt müssen wir natürlich auch die Eisenbahn wieder genauso kaufen, wie ich sie vorhin gekauft hatte. Und die wird sehr teuer, deswegen können wir gleich noch schon mal einen Kredit aufnehmen. Nicht zurückzahlen, leihen. Die wird ein bisschen über 8 Millionen kosten. So, dann haben wir 9,3 Millionen, das muss auf dem laufenden Konto. Und wir müssen natürlich die Linie noch einrichten. Ah ja, das ist richtig, wir müssen die Linie einrichten. Einmal die Linie, machen wir hier neue Linie. Nee, das wir hier mit neuer Linie machen, da. Neue Linie, und zwar von hier, von Seltas. Ja, nö. Na, nicht zweimal Seltas, das ist ja Blödsinn. So, einmal reicht ja. Und dann dahin. So, hinter sich Gleis 4, ja, und dann hinter sich Gleis 3, sehr schön. Dann geht das schon mal. So, dann nennen wir die Linie natürlich gleich um. Zug Selters Auerbach. So, schön. Das speichert er sich auch gleich. Wunderbar. So, dann haben wir die Linie nämlich fertig. Und dann können wir uns einen Zug kaufen. Und das können wir nämlich hier machen, in dem Depot. Da kommt der Zug nämlich, kann er nämlich wunderbar drauf fahren noch. Und wir haben uns für die A35 entschieden. Die fügen wir hinzu und wir haben uns für den Dreiachser entschieden, damit wir die maximale Geschwindigkeit auch ausnutzen können. Und ich habe mich für 84 Mann Kapazität entschieden. Das geht noch gerade so mittelmäßig, wenn wir einen weniger haben. Sagt, es ist gut, aber da wir ja eben durch die Gegend fahren, die meiste Zeit geht das schon. 8,682 Millionen kostet uns der Zug. Das ist ein richtiger Schlag ins Konto und wir setzen ihn natürlich auf die Zugstrecke Selters-Auerbach. So.
Wunderbar, der Zug ist unterwegs und dann würde ich sagen, gehen wir hier mal ein bisschen Geschwindigkeit drauf, damit der Zug mal einfahren kann und dann werden wir einmal die Strecke mit abfahren, denn jetzt heißt es erstmal wieder Geld verdienen, Geld verdienen, Geld verdienen. So, normale Geschwindigkeit fahren wir da mal mit. Oh, das sieht aber schön aus hier. So, das ist unsere Lok mit den dazugehörigen Wagen und sie fährt natürlich wunderschön. Moment, wie war denn das? Nee, ich will nicht tiefer. Ich will eigentlich weiter weg. Ah, diese Steuerung, die ist aber auch manchmal ein bisschen kritisch. So. Gut, hier sehen wir, wie unsere wunderschöne Lok jetzt quasi das erste Mal den ersten Bahnhof anfährt. Die fährt schon mal rüber auf ihr Gleis, was sie braucht. Gleich kommt hier auf dem anderen Gleis quasi der Güterverkehr nochmal vorbei. Da sehen die Waggons auch schon sehr gebraucht aus. Der Bahnsteig Nummer 3 wird hier genutzt. Von Selters, das ruckelt aber mächtig hier. 30 FPS nur. Eieieiei. So, jetzt können wir das da auch sehen. Das Licht flackert ein bisschen in bestimmten Winkeln. Das ist nicht ganz so schön, aber nicht zu ändern. So. Und da geht es los. Und die Rauchwolken, ne, die Emission, die ist natürlich extrem hier, aber was willst du machen? So ist das Leben. Wir sind mit 0 Leuten unterwegs und fahren jetzt das erste Mal nach Auerbach-Vogtland-Zentrum. So, da haben wir jetzt hier erstmal ordentliche Erdarbeiten gemacht. Das ist immer das, was so teuer ist, diese ganzen Erdarbeiten hier. Da war eine Lücke. Ach, das haben wir öfter mal. So ein bisschen wurde eine größere Lücke zwischen den einzelnen Bahnschwellen ist. Und hier sieht man, was einem zu teuer ist, sind halt diese Erdarbeiten hier, die hier passieren. Vielleicht morgen. Na. So. Kalkstein mit Kupfereinschlüssen. Ja, oder Eiseneinschlüssen, deswegen rostet er ein bisschen. So, und dann gucken wir mal dort gegen. Da ist eine Industrie, an der wir dran vorbeifahren. Und wir sind schon mit 80 km/h unterwegs. Also wir machen hier schon wieder ordentlich Leistung mit dem guten Fahrzeug. Wir horchen mal rein, wie die einzelnen Waggons sich anhören. Ich glaube, man konnte auch durchschalten durch die einzelnen Fahrzeuge. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Irgendeine Taste gab es dafür, dass man da durchschalten konnte. Aber die Waggons hören sich sehr leise an. Das muss man mal dazu sagen. Also das klingt schon mal ganz gut. Wenn man jetzt nur die Waggons hier hinten hört, ne? Interessant sind natürlich die ganzen Teile, die da oben drauf sind. Diese Lüftungen. Oder was ist das denn da eigentlich alles? Was sind das für Nupsis hier oben drauf? Sind das alles nur Lüftungen? Das ist alles nur Lüftung, ne? Wie sieht es denn so innen drin aus in so einem Waggon? Naja gut, das ist dann schon eher Holzklasse, ne? Aber schön eigentlich. So, 20 PL KPRX. Keine Ahnung, was das heißt. Das kann mir vielleicht jemand von euch erklären, was das denn heißt. So, jetzt sind wir hier schön über freie Pläne unterwegs. Ist es auf der anderen Seite auch drauf? Wahrscheinlich schon, ne? Gehen wir da mal dran. Das ist schon interessant, wie detailgetreu auch die Texturen gemacht sind, ne? Muss man ehrlich sagen. Also CL20PL, also Personen vielleicht. KKPLRX, sagt mir gar nichts. Ja, das reimt sich ja fast. So, und da sehen wir schon am Horizonte auch quasi die Stadt, in die wir wollen. Und wir sind gleich auch im Bahnhof der Stadt, in die wir wollen. Und dann müssen wir hier nur noch einmal ganz kurz über die Brücke. Da müssen wir ein bisschen bremsen, weil die Brücke ist nur für 90 km/h zugelassen. Das ist zwar schade, aber es ist so. So, deswegen werden wir hier ein bisschen langsamer. Und können auf der Einfahrt in den Bahnhof dann, müssen wir ein paar Kurven fahren. Da werden wir natürlich auch ein bisschen langsamer. Und fahren dann ganz vorsichtig ein. Und die ersten Personen warten hier auch schon am Bahnhof, am Bahnsteig. Das sieht schon mal sehr schön aus. Sind doch Leute unterwegs auf dem Bahnhof hier. Wie viel nehmen wir mit? Auf unsere erste Fahrt. Wieder zurück. 11, 13, 15, 16 Mann oder 16 Passagiere haben wir an Bord, die von Auerbach nach Selters wollen, um dort eventuell Waren einzukaufen, die es hier nicht gibt. Beziehungsweise vielleicht auch den einen oder anderen entfernten Verwandten zu besuchen, den es in anderen Städten gibt und nur nicht hier. So, Autosave macht mich schon wieder stutzig hier. Es dauert ziemlich lange, aber es geht.
Ja, ich weiß nicht, was man in meinem Rechner momentan laufen, da so ein paar Sachen, die ein bisschen Probleme machen. Ich hoffe nicht, dass es eine Festplatte ist, die denn da irgendwo mal abkackt oder so, aber ich habe so eine gewisse Angst, was das angeht. Da das damals alles gekauft wurde, wo das wirklich ganz neue Technologie war. Aber schöne Skybox haben sie, ne? Also der Himmel sieht ja echt geil aus. Entschuldigung für das Wort, aber finde ich echt, der sieht echt schick aus. Schöne Skybox. Bewegen sich die Wolken auch? Verschwinden die irgendwie? Oder verändern die ihre Formen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Ein Tag-Nacht-Rhythmus gibt es den eigentlich für das Spiel? Ich meine, obwohl wir das ja eigentlich gar nicht brauchen, weil Nacht, das sieht man den bei YouTube immer so wenig. So, okay. Der Zug bleibt ja auch unterwegs, auch wenn wir da nicht mitfahren. Erstes Fahrzeug, oder ein neues Fahrzeug ist verfügbar. Der Gaggenau, ach ja, guck mal an, Gaggenau C40. Was ist das für ein Fahrzeug? Ist das ein Bus oder ist das ein... das weiß ich nicht mal, was das ist. Interessant, ne? Was ist denn ein Gaggenau C40? Gucken wir nochmal hier in dem Tramdepot. Nee, da können wir das immer da. Obwohl, doch, da können wir mal gucken, ob es eine Tram ist. Fahrzeug kaufen. Nee, eine Tram war es nicht. So, dann gucken wir hier mal rein. Fahrzeug kaufen. Ah ja, ist das ein dieselbetriebenes Fahrzeug für 8 Passagiere mit relativ hoher Ladegeschwindigkeit, jede Menge Emissionen, auch gutem Gewicht. Okay, gut. Okay, haben wir das. Ist also ein kleiner Bus. So, hier kommen die ersten Personen eingefahren, wieder nach Selters. Wie viele warten denn hier? 9 warten nach Auerbach und 44 nur nach Rauenberg. Okay, das ist relativ wenig. Was ist da los? Ist der Zug nicht mehr genehm? Gefällt euch der Zug nicht mehr? Ist so viel privater Verkehr schon unterwegs? Oh ja, guck mal an, hier ist privater Verkehr. Stefan Schulze fährt hier privat durch die Gegend. Das müssen wir natürlich dann irgendwann mal, vielleicht eventuell mal einschreiten. So, wo ist unser guter Zug hier? Da kommt Zug Nummer 15. Und den schnellsten Zug, den wir momentan haben, als Passagierzug. Ich denke mal, wir werden auch hier beide Züge mal austauschen, dass hier nur noch ein, also hier dieser Personenzug, dass nur noch ein Zug mit 84 Personen hier im Pendel fährt. Der sollte eigentlich dann alle Personen durchaus wegtransportiert kriegen. So, Selters sollte ja jetzt eigentlich auch vom Wachstum her, weil wegen der Möglichkeit, mehrere Ziele anzufahren, im öffentlichen Verkehr oder beziehungsweise ja im Fernverkehr mehrere Ziele anfahren zu können, sollten sich dort ja doch ein bisschen was einstellen. So, wir schauen. 16 Leute steigen aus, bringen uns immerhin 235.988 Dollar ein. Kann man die Währung umstellen irgendwo? Ich denke mal ja, in irgendwelchen Einstellungen kann man das garantiert machen, aber ja, da müsste man wirklich mal gucken, dass ich das vielleicht im Himmel auf Euro umstelle da unten oder sowas. Keine Ahnung. Ich fahre hier in Europa durch die Gegend mit europäischen Fahrzeugen, habe ja deutsche Namen. Wir könnten auch deutsche Mark nehmen. So wäre es ja nicht. So, wie viel warten jetzt hier hinten schon? 13 Leute. Vielleicht ist der Takt ein bisschen zu schlecht für die Leute. Da müssen wir mal gucken. Aber momentan haben wir zumindest erstmal die Verbindung geschaffen. Das war ein großes Ziel, was ich hatte in den Aufnahmen für die 2 Tage, die ich jetzt hier machen wollte. Beziehungsweise, also die Aufnahme, die ich jetzt hier am Stück machen wollte, wo ich ja je unterbrochen wurde, muss ich ja sagen, was mich sehr, 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 sehr frustriert hat. So, gut. Wir werden jetzt hier den innerstädtischen Verkehr mit Straßenbahn gleich machen. Wenn schon, denn schon. Ich glaube, das ist nur fair. Da müssen wir bloß dann halt eben ein Straßenfahrzeug und ein... Achso, warte mal. Ja, da brauche ich wieder beide Depots hier, ne? Straßenfahrzeug und ein Straßenbahndepot, was ich denn hier irgendwo anschließen kann. Dazu habe ich hier eigentlich schon wieder zu nah dran gebaut. Beide Depots hier hinten kriege ich nicht hin. Na gut, dann machen wir Busverkehr hier. Dann ist hier Busverkehr, da müssen wir einzelne Linien machen. Dann machen wir nämlich eine Linie, die hier hochfährt, eine Linie, die hier hochfährt und eine Linie, die hier quer sozusagen den Verkehr regelt noch, also beziehungsweise hier dann reinkommt und darüber fährt. Das wird ja schon fleißig gebaut hier. Bauaktivitäten steigen ja. Also wir brauchen hier bauen, Gebäude, ein Straßenfahrzeugdepot. Welches wir hoffentlich hier unten dran bekommen. Ich finde das irgendwie ganz cool, wenn das hier stehen würde. Oder stellen wir es, na wohl, den LKW-Verkehr, ich glaube, das ist groß genug. Das können wir dann dadurch hier durch das Ding bestimmt begrenzen. So, dann bauen wir das nämlich mal hier so an.
So, dann ist das hier unsere Verkehrsbetriebe, sind das hier. Obwohl natürlich Straßenbahn ist natürlich, wäre natürlich auch cool. Warte mal, kriege ich das noch dahin? Kriege ich das natürlich hier nicht mehr rein, ne? Finde ich ein bisschen sehr lang. Also so würde es sogar gehen hier. Müssen wir ein Gebäude abreißen. Da passt es auch nicht mehr dazwischen, ne? Oder? Da müsste auch ein Gebäude weichen. Oder wir machen hier einen Straßenanschluss dran. Kann ich jetzt einfach hier einen dran bauen? Geht das? Müsste ich bloß einen Straßenanschluss da dran bauen, ne? Dass wir da hinkommen. Das geht doch, ne? Wir können doch hier konfigurieren. Street Access. So. Als Durchfahrtsbahnhof. So. Mach das mal aus hier. Warte, da ist X. So. Dann machen wir hier Straßenbau. Kollision, okay. Gehen wir hier mal mit der Straße einfach raus. Komm, da ran. Das sieht doch gut aus. Zack. So. Und dann könnt ihr hier bauen, wie ihr wollt. Macht, was ihr denkt. Und wir bauen uns noch das Tramdepot hier hinten dran. So. Zack. Und dann legen wir Tramgleise, würde ich sagen. Gut. Okay, dann ist das doch alles mit Tram hier machbar. Das finde ich schon ganz... Das finde ich irgendwie entspannter bzw. besser. So, wie viel hast du jetzt mit dabei? 20 immerhin schon. Ja, du machst noch Minus. Okay, ja. Ich nehme an, dass der Takt einfach zu schlecht ist für die Strecke. Oder wir müssen da halt eben dafür sorgen, dass dann da ein paar mehr Leute transportiert werden wollen. Wie sieht es hier jetzt aus? Ja, hier warten schon 15. Okay. Aber auch plus 15 für die andere Strecke. Ne? Das ist... Das Passagieraufkommen ist nicht so hoch wie... erwartet, beziehungsweise wie man das gerne hätte. Na gut. Ja, das kriegen wir schon noch alles hin. So, wir müssen jetzt hier ausbauen. Straßen, wir wollen ganz gerne Schienen legen. Und zwar müssen wir hier überall dann ein paar Gleise reinlegen. Wir bauen die, machen die Stadt quasi zukunftsfähig und wollen hier so mal dafür sorgen, dass der Straßenbahnverkehr hier sehr gut läuft. So, dann machen wir hier oben natürlich noch eine Verbindung dazwischen. So. Zack. Und dann müssen wir hier natürlich ganz schnell die Straßenbahn draufsetzen. So, dann sieht das schon mal ganz gut aus. Brauchen wir hier noch eine Verbindung oder gibt es da schon eine? Da gibt es schon eine. Gut. Wunderbar. Dann brauchen wir jetzt so ein paar Haltestellen. Nee. Bus- und Tramstation. Und zwar brauchen wir denn hier eine und hier eine. Dann machen wir uns hier drinne eine. Und hier drinne eine. So, dann machen wir auf jeden Fall hier oben noch eine rein in die Querstraße. So, dann machen wir uns denn hier hinten erstmal noch eine rein. Und hier im Zentrum geht natürlich auch noch eine rein. Und dann würde ich sagen, machen wir hier, bauen wir uns hier auch noch mal eine fest. So. Ja, das ist natürlich, ne, also das ist die Sache ist die, dass wir wahrscheinlich doch mit zwei Linien fahren werden. So. Ich denke, das sollte erstmal vom Haltestellennetz ausreichen. So, dann werden wir eine Linie machen, die quasi hier die vier abfährt, eine Linie machen, die denn die ganz oder eine ganz große Runde macht. Und dann machen wir noch eine innere Linie hier, die bloß hier drin rumkreist. So in dem Bereich. Wohl. Naja, mal gucken. Wir gucken mal, wie wir die Linie denn aufgebaut kriegen. Vielleicht kriegen wir machen wir zwei Linien gegenläufig. Neue Linie. Und zwar wollen wir von hier nach dort und dann hier hin. Dann würde ich gerne hier hinfahren wollen, dorthin fahren wollen, hier hinten hinfahren, dann da so lang fahren und dann können wir auch noch da anhalten. Dann haben wir bloß diese Haltestelle jetzt hier nicht drin.
Das ist ein bisschen schade, aber es ist so. Gut, lassen wir aber auch erstmal so. Die Linie sieht erstmal schon gar nicht schlecht aus. Das ist dann erstmal Auerbach Tram 1. Neue Linie. Das ist die gleiche Farbe wie die andere Tramlinie. Machen wir gelb hier. So. Da gehen wir dann von hier nach dort, um da entlang zu fahren. Hier außen rum. Ja. Ich könnte mal Fliederweg noch wieder mit reinnehmen. Die fährt dann quasi da lang. Also die beiden sind nur mit der Linie und die beiden sind mit der Linie und die haben Doppellinienmöglichkeit. Ja, ich glaube, das ist ganz fair, glaube ich. So, das ist dann Auerbach Tram 2. Gut, so. Das sollte so funktionieren. Dann brauchen wir jetzt Fahrzeuge. Und zwar brauchen wir hier ein paar Trams. Und zwar nehmen wir gleich die großen Trams. Da kaufen wir 4 Stück für die... Warte mal, müssen wir alle anklicken. Für die Auerbach Tram 1. 1, 2, 3, 4. Alle anklicken für die Auerbach 2. So. Jetzt sollten... Ich hoffe, dass ich es richtig gemacht habe. Hier 4 und da 4 Fahrzeuge drauf sein. Sehr gut. Okay. So. Die Zeit läuft. Auf geht's. Die einzelnen Trams können quasi rausfahren und können ihren Job machen, hoffentlich. Was jetzt gar nicht, warte mal, Linien. Ja. Doch, die gelbe, die hält hier auch an, ja. So. Gut. Die eine fährt halt so rum hier rum, die andere fährt halt andersrum hier rum. Und dann müssen wir mal gucken, das sind, also hier werden sicherlich dann überall mal Leute stehen und auch ein paar mitkommen wollen. Verteilen tun sich die Fahrzeuge, glaube ich, automatisch jetzt am Anfang gleich, ne? So, hier war der Zug jetzt gerade da. Er hat jetzt 20 Mann. Ja, ich hätte gerne ein paar mehr hier drauf. Muss ich ehrlich sagen. Aber gut, was willst du machen? So leben, ne? Auf ist es hier nicht zu holen. So, hier warten aber schon 28 und 31 warten hier. Trotzdem, dass der gerade hier war. Okay. Dann hat sich das gerade ein bisschen erholt, liebe Rechnung. Beziehungsweise vielleicht sind auch Leute, die von hier denn dorthin wollen, mit dabei. Gut, dann ist die Folge hier beendet. Wir haben auf jeden Fall jetzt die Stadt Auerbach angeschlossen an ein innerstädtisches Netz, was uns Geld kostet, aber in der Hoffnung, dass uns das denn hier quasi Passagiere bringt, ne, bei dieser Station hier, dass dann hier irgendwann der Zug mal voll ist. Denn wenn der mal voll fährt, denke ich mal, sollte dort auch richtig Geld mit reinkommen. Mittlerweile macht der, ach nicht, das ist der Maschinenzug, den falschen ausgewählt. So, hier sind 45 jetzt drin. Ja, der fährt langsam in die Gewinnzone, oder? Er fährt langsam, die teuren Kosten gehen jetzt langsam raus, werden jetzt langsam rausgerechnet aus seiner Statistik und ja, mal gucken, wenn er jetzt hier hinten ankommt, denn hier auf Auerbach Zentrum ist ja schon was los. So, da warten 68, 69 Leute, die nach Selters wollen. Destinations, sehr schön. Ah, Lokalisation hat noch nicht ganz überall hingehauen, macht aber auch nichts, ist ja nicht weiter schlimm. So, aber hier innerstädtisch entsteht auch guter Verkehr und das ist schon mal gut. So. 70 Leute nehmen wir mit. Das könnte uns auf jeden Fall jede Menge Gold oder Geld bringen, wenn wir da ankommen. So, Zeit wieder auf normale Geschwindigkeit erstmal. Und dann verabschiede ich mich von euch. Das war eine Folge von Transport Fever 2 hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.